Ich präsentiere euch den Original Commodore C64, der Homecomputer der 80er, der erste Homecomputer, der einzig wahre. Hier das Netzteil und das war auch alles, was man in der Box bekam, wenn man ihn gekauft hat, natürlich mit ein paar Kabeln unter der Anleitung. Der war so schon ein voll funktionstüchtiger Computer und man konnte ihn benutzen, indem man den Code einfach über die Tastatur eingab. Allerdings, wenn man dazu faul war, gab es das Floppy Drive, dieses hier. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man ihn anschließt. Und zwar anhand von diesem hier. Das ist auch ein Commodore C64. Bekannt als C64-2, obwohl er eigentlich nahezu identisch war. Er ist auch 100% kompatibel mit dem anderen und die Stecker sind auch alle gleich. Nur das Netzteil sieht anders aus. Okay. Es gibt hierzu natürlich ebenfalls ein entsprechendes Floppy-Laufwerk. Hier ist es, ebenfalls weiß. Ansonsten immer noch praktisch unverändert. Okay, beginnen wir damit, den DIN-Stecker des Netzteils seitlich an den passenden Anschluss anzustecken. So, somit wäre für Strom gesorgt. Und da man ja auch spielen will, haben wir hier noch den Joystick-Anschluss. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich mehrere Anschlüsse. Als erstes schließe ich das DIN-Kabel für den Floppy Drive des Kettenlaufwerks an. Daneben befindet sich ein weiterer Videoausgang, aber ich schließe jetzt hier mein Kabel direkt an den Antennenausgang an. So kann ich es direkt mit dem normalen Fernseher verbinden. Hinten am Floppy Drive sind ebenfalls zwei Anschlüsse. Das eine ist für Durchschleife für ein zweites Laufwerk und das andere ist einfach fürs Anschließen. Okay, jetzt fehlt nur noch eins. Einschalten. Das Floppy Drive hat hinten übrigens einen standard dreipoligen Stromanschluss. Schalten wir es auch mal ein. Und jetzt nehmen wir uns ein Spiel und es kann losgehen. Das war's schon. Jetzt nur noch den entsprechenden Code eingeben. Load. Und so weiter. Mit Enter bestätigen. Und wenn das Programm geladen ist, einfach Run eintippen und nochmal mit Enter bestätigen. Und das war's dann auch schon. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten.